Well, the day before yesterday started out like any other. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Szenen, die ihr eben gesehen habt, die haben in Wirklichkeit nicht nur 4 Sekunden gedauert, sondern tatsächlich 20 oder 25 Minuten. Also es war ein sehr weiter Weg. Ich habe es mir auch gut überlegt, hier nochmal herzufahren, aber ich muss auf jeden Fall hierher fahren. Ich habe gestern bis 2:30, das habt ihr sicherlich im Video gesehen, bis um 2 die Boxen sortiert und ich brauche aber noch mehr. Das heißt, ich hole jetzt hier noch welche, die waren nämlich im Angebot, habe ich gesehen, für 10 Euro 3 Boxen, also noch günstiger als bei Ikea. Und dann kann ich auch noch mal diese kleinen Einsätze holen. Das ist auf jeden Fall super notwendig, um vorzuschreiten. Elias ist immer noch zu Hause, den habe ich jetzt aber kurzzeitig abgegeben. Und zwar zu Oma. Die ist nämlich da. Und ja, die hat den kurzerhand jetzt genommen und ich muss mich ein bisschen beeilen. Genau, was wollte ich euch noch erzählen? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal rein und dann zeige ich euch einfach heute, wie es weitergeht, so mit dem Ausmisten. Also die ganzen Möbel werden heute rausgetragen aus dem Wohnzimmer, bis auf die Couch, aber ansonsten kommt alles raus. Und dann werde ich mich weiterarbeiten zum Flur und zum Schlafzimmer, denn das wird ja dann alles mit einem Schlag gemacht. So ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich weiß gar nicht, wann ihr die letzten Szenen gesehen habt, ich glaube, wo ich bei Action war. Ich zeige euch nur ganz schnell, was ich gekauft habe. Es ist jetzt nichts Spannendes gewesen. Ich habe jetzt noch das Video geschnitten für heute sozusagen, also was ihr gestern gesehen habt, damit ihr da immer up to date seid und das alles so live mitverfolgen könnt. Verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht so aktiv auf Instagram bin, aber ich kann, wenn dann, nur eine Sache machen und da konzentriere ich mich lieber immer auf das Video drehen, weil ich das persönlich schöner finde im Nachgang. Und jetzt bin ich gerade dabei, die Kommentare von euch zu lesen zu dem gestrigen Video. Vielen Dank übrigens für das tolle Feedback und dass ihr die Wohnung so toll findet. Ich finde sie auch sehr schön und ich glaube auch, dass es, wenn es alles fertig ist, auch sehr schön aussehen wird. Was ich euch noch nicht erzählt habe, ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein großes Ding, aber dort, wo jetzt unsere Eingangstür ist, dort wird ja das zugemacht sozusagen mit einer Wand. Und da wird ein Kabel gesetzt, sodass da oben eine Lampe angebracht wird, sodass ich dann ein Bild aufhängen kann von meinem, naja, Lieblingskünstler will ich nicht sagen, aber von einem Maler aus Russland. Von dem finde ich die Bilder super schön und da wollte ich mir mal irgendwann ein Gemälde kaufen und das dort aufhängen. Also das heißt irgendwann schon dieses Jahr, wenn die Wohnung dann fertig dekoriert wird. Das wird das absolute Highlight für mich werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das heißt, wenn man durch diesen Flur geht, den ihr gestern gesehen habt, in diesen großen Flur, der dann wahrscheinlich genauso aussehen wird wie dieser Flur, also genauso hell. Und dann so ein schönes beleuchtetes Bild, sieht sie bestimmt toll aus. Und jetzt zu der Küche. Ich hatte euch ja gefragt, was ich mit der Küche machen soll. Ich würde sagen, 99% haben geschrieben, ich soll auf die andere Seite noch eine Küchenzeile anbringen. Das macht Sinn. Natürlich macht das Sinn, klar. So, da bin ich wieder. Also wie gesagt, ja, das macht Sinn, wenn man das so lassen würde, aber natürlich so viel Geld jetzt auszugeben für 2 Jahre maximal wahrscheinlich würde ich nicht machen. Also ich glaube, ich bleibe erstmal dabei. Ich werde sehen, wie das wird mit der Küche, ob ich das hinkriege, da Frühstück zu machen. Da kommt ja dann noch ein Tisch rein, sodass die Kinder dann früh vor der Kita und Schule dann dort essen können. Und wir dann abends ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, an dem Tisch dann, an diesem chaotischen Tisch, essen alle gemeinsam. Oh. Heute ist es so warm, heute ist der wärmste Tag der Woche und normalerweise stört mich das nicht. Ich bin echt so ein Sommermensch und da können es meinetwegen 40 Grad sein, das würde mich nicht stören. Aber natürlich, wenn man schwanger ist und eine Wassereinlagerung kriegt, ist das nicht so cool. Ich werde jetzt hier, wie gesagt, das alles noch schnell wegmachen. 3 Stunden habe ich ungefähr noch Zeit, alles leer zu räumen. Und ich lasse euch wieder mit der Kamera mitlaufen. Mein Stativ steht hier und jetzt seht ihr, was ich so alles bewältige und im Anschluss zeige ich euch dann, wie ich das alles organisiert habe. Viel Spaß! Speak Swedish, you don't know.
tatsächlich habe ich es geschafft. Ich würde, glaube ich, lieber jetzt an der Stelle sitzen und dieses Video schauen und denken, scheiße, sieht's bei dir kacke aus. Ich sag sowas eigentlich sonst gar nicht. Aber ja, das ist die Wahrheit. Das ist jetzt tatsächlich der einzige Raum, der vernünftig jetzt aussieht. Also die anderen Räume, da wurde überall was abgestellt. Ich komme nicht zum Putzen. Ich räume immer nur das Nötigste weg. Nebenbei versuche ich noch, meine ganze Wäsche zu waschen. Also nicht Wäsche in Form von Kleidung, sondern Bettwäsche, Bettbezüge, Kopfkissen, Decken, sodass ich das alles auch in den Vakuumbeutel machen kann. So Gästebetten wasche ich jetzt, weil das Wetter natürlich bombenmäßig ist und ich das dann schön draußen trocknen kann. Da meine Waschmaschine ständig streikt, bei der Schwere der Decken, wenn die sich so voll saugen, muss ich da immer alles manuell betätigen. So, das ist tatsächlich das letzte Mal, dass man dieses Wohnzimmer so sieht. In diesem Zustand könnt ihr euch schon mal gerne verabschieden. Ein bisschen wehmütig bin ich ja schon, weil man hier so Ewigkeiten gewohnt hat. Aber ich sag's euch, ich freue mich super auf die Möbel. Alle Schränke sind leer geräumt. Elias freut sich gerade über diesen riesigen Turm. Moment, Schatz. Das ist jetzt hier meine Organisation. Das hatte ich euch hier im letzten Video gezeigt. Also das sind tatsächlich Sachen. Das wird hier nie wieder im Wohnzimmer sein. All das, was jetzt im Wohnzimmer war, wird dort nicht mehr bleiben. Das ist sozusagen für den Schreibtisch, gehört meinem Freund. Das ist die ganze Erinnerungsbox, das sind Fotos. Das sortiere ich nochmal extra. Das bleibt aber auch nicht hier in dem Wohnzimmer. Meine Ordner, das ist Dekorationszeug, also hauptsächlich so Vasen und Übertöpfe. Und was man so ab und zu mal braucht, das kommt natürlich alles dann in mein Regal, also in die Küche, Vorratsraum, je nachdem, wie man das nennen möchte, dass das alles hier war. Kann man sich das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Wahnsinn, oder? Es ist so viel. Ich bin wirklich ein Talent im Verstauen. Also falls ihr mal Probleme dabei habt, könnt ihr mich gerne engagieren. Ja, also die einzelnen Boxen, die habe ich so eingeteilt. Das ist jetzt Herbstdeko. Dann habe ich hier Weihnachten und da habe ich wiederum immer solche extra Boxen genommen. Hier habe ich komplett Werkzeug, das ist auch nochmal unterteilt mit Boxen, also Batterien und extra Werkzeug. Hier sieht man das ganz gut, Schrauben, Glühbirnen, also alles, was man halt so oben haben sollte, Bastelzeug. Davon habe ich zwei Sachen, weil ich davon relativ viel hatte und ich das auch ordnen wollte. Ich wollte nicht, dass das so rumpelig bleibt. Und das sind übrigens die Sammlerboxen von Ikea, die ich auch im Kinderzimmer habe. Hier sind meine ganzen Perlen noch von früher. Das sind unendlich viele. Die habe ich jetzt alle da reingemacht, weil die sind ja auch teuer. Die kann man ja später noch verwenden. Hier ist die Geburtstagsdeko-Box. Da ist Konfetti. Meine Fingernägel sehen auch wunderschön aus. Da ist, sind die Luftballons drin. Kerzen für den Kuchen. Alles, was ich mal so zum Dekorieren nehme. Die Lichterkette und Geschenkband und halt so Deko-Zeug. Hier oben habe ich nur Kerzen. Und hier ist Technik, also Kamera. Jetzt muss das euch jetzt ja nicht alles so genau zeigen. Also alles Technikzeug. Und dann habe ich hier zwei Themenboxen. Die werden auch so bleiben. Da steht auch Themenbox drauf. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Geburtstag oder Weihnachten oder bevorsteht, das ist jetzt hier für die Einschulung noch, dann kann ich da die Sachen reinmachen oder meinetwegen die Geburtstage der Kinder, dann kann ich da vielleicht schon Geschenke reinmachen. Meine Haare sehen auch wunderschön aus. Überlegt habe ich mir auch, dass ich noch eine Box machen werde mit ausgeliehenen Sachen, weil ich nicht weiß, wohin damit. Also ich habe immer mal so Sachen, die ich von Leuten habe, das kennt ihr sicherlich, und ich verlege die dann immer oder lege die ins Auto, wenn ich mir denke, wenn ich da vorbeifahre, kann ich das ja abgeben. Das vergesse ich aber meistens, deswegen werde ich noch so eine Box machen mit ausgeliehenen Sachen. Und wenn ich dann, oder wenn die Leute dann wieder zu Besuch sind, dann kann ich das ja auch mitgeben. So, die Möbel sind jetzt raus. Das sieht total riesig so aus. Der Fernseher, der bleibt natürlich hier stehen, kommt ja dann an die Wand. Die Wand sieht total überdimensional groß aus. Es kommt in der Kamera mal überhaupt nicht so rüber, aber ich habe das Gefühl, die ist 10 Meter lang, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, aber ja. Und dann einsam und alleine der Fernseher, vielleicht darunter noch ein kleiner Ablagetisch und schaut euch mal das hier an. Wer kennt es nicht? Sehr schön. Wer hat Hunger auf einen Keks? Lecker.
Ja, das muss ich natürlich jetzt noch wegmachen. Wir werden jetzt noch kurz grillen. Meine Frisur wird auch immer schöner. Von Aufnahme zu Aufnahme. Ich habe mich jetzt kurz ausgeruht. Wir grillen jetzt. Danach werde ich noch die Babysachen alle rüberrollen. Da freue ich mich schon drauf, weil dann sehe ich die nämlich nochmal. Ich habe die jetzt schon monatelang nicht gesehen. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich bis jetzt habe. Und ich bin fast 30. Schwangerschaftswoche. Ansonsten habe ich noch gar nichts für das Baby. Aber ich habe natürlich noch Sachen von früher, also so Wippe. Ansonsten sieht ja tatsächlich jedes Zimmer mega chaotisch aus. Hier oben habe ich die Kartons gelagert. Als nächstes ist dann der Flur dran, den wir leer machen. Und dann das Schlafzimmer. Mein Bad ist auch die reinste Katastrophe, weil wie gesagt, ich ständig nur beim Waschen bin. Das habe ich auch aussortiert, das werde ich spenden. Ich hatte euch ja von diesem Bodenwischer erzählt, den gab es ja leider dort nicht mehr bei Action. Und ich habe vorher im Internet geschaut, den gab es noch bei Poco Domäne. So, einfaches Prinzip. Hier kommt jetzt die Flüssigkeit rein, also mein Wischwasser. Und dann sprühe ich und dann kann ich damit den Boden wischen. Das probiere ich jetzt mal aus. Qualität ist jetzt nicht die beste, aber ich denke, es erfüllt vorerst seinen Zweck. Es hat jetzt 9,99 Euro dort gekostet. So, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich mache das jetzt mal als Test. Ich glaube, das ist noch nicht richtig drauf. Zumindest spritzt es total weit. So, Fazit. Also ich habe jetzt damit das komplette Wohnzimmer gewischt. Der Stiel ist meiner Meinung nach zu kurz. Hätte ein bisschen länger sein können. Dann ist es so, natürlich muss man gucken, in welchem Winkel da man sprüht. Aber das sprüht schon sehr weit. Also es müsste tatsächlich kurz vor dem Wischer sprühen. Ich habe hier die Wände schon ein bisschen angesprüht, meine Möbel. Das ist jetzt natürlich nicht so schön, weil da eine Seifenlauge drin ist und das macht natürlich Flecken. Aber ansonsten ist der Boden gut gewischt und man müsste vorher auch saugen. Ich denke mal, das eignet sich sehr gut, wenn man mal schnell durchwischen möchte oder die Kinder vielleicht Flecken gemacht haben oder man schnell Besuch kriegt. Aber jetzt für meine Situation, wenn das bald 150 Quadratmeter sind und ich das alles wischen soll mit diesem Teil. Ich glaube, danach hätte ich Handkrämpfe, weil man natürlich auch immer sprühen muss. Also für schnelle Sachen und für meine Übergangslösung jetzt ist es optimal. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das auch öfters nutzen werde, wenn die Kinder zum Beispiel mal gekleckert haben. Aber ansonsten wische ich natürlich lieber mit meinem Bisell Crossrave. Ich hoffe noch, dass ich da bald mal eine Antwort bekomme. Hello, wie man sieht, ist heute schon der nächste Tag. Und ja, ich habe immer noch das Kleid an. Jetzt ist schon der dritte Tag in Folge. Aber ich kriege erst morgen meine Kleidung. Bis dahin habe ich tatsächlich nichts. Ich habe natürlich noch ein, zwei andere Kleider, aber das ist am praktischsten. Und ich stehe jetzt in der neuen Wohnung. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch noch ein kurzes Update geben will. Übrigens duscht mein Freund seit zwei Tagen immer hier in dieser Dusche. Also hat er mein Bad vor mir eingeweiht sozusagen. Da sehe ich übrigens auch, dass man mal den Duschkopf entkalken könnte. Hier ist auch total warm drin, weil hier wahrscheinlich schon ewig nicht mehr gelüftet wurde. Und er benutzt fein den Heizungstrockner. So, erschreckt euch nicht über das Chaos. Ich komme da tatsächlich mit meinem Bauch nicht mehr durch. Den Schrank habt ihr jetzt letztes gesehen. Das sind ja die Kommoden für das Wohnzimmer oder ein Teil davon. Und jetzt haben wir hier schon etwas gelagert. Gestern haben wir noch den Tisch abgeschraubt in der Küche und haben uns überlegt, dass das Elias neuer Schreibtisch werden könnte. Das wollten wir nochmal anpassen. Hat wirklich eine perfekte Größe. Da hinten hat mein Freund anscheinend schon das Bügelbrett hingestellt. Und hier stehen schon die ganzen Schuhe. Die bleiben natürlich nicht so da drin, aber die sollen ja dann in die Schuhschränke wandern. So, hier komme ich nicht durch. Mal sehen, ob ich das ein bisschen verschieben kann. Die Couch. Und hier sieht es schon ein bisschen anders aus, wie man sieht. Also hier sind jetzt schon die ganzen Schubläden zusammengebaut worden. Ja, hier sind auch noch welche. Ich glaube, es sind insgesamt 16 Schubläden. Ich weiß jetzt nicht, ob alle schon aufgebaut wurden. Wird bald der Schrank folgen am Wochenende. So, und an dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von dem Vlog. Ich werde heute weiter drehen. Heute werde ich wahrscheinlich versuchen, die Küche zu streichen. Ja, ich alleine. Den Grund erzähle ich euch dann im nächsten Video. Aber trotzdem vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.